Wir sind gerade im Nordkolleg in Rendsburg und sind mit 7 Jugendlichen hier zusammen aus verschiedenen Begabtenförderungsprojekten des Landes. Wir führen hier gerade das große Workshop-Wochenende unseres Projekts DigiCampus SH durch. Das ist hier ein Digitalisierungsprojekt. Hier wird eine digitale Plattform konzipiert. Nicht nur hier in diesem Projekt wurde immer wieder deutlich, dass gerade hier in Schleswig-Holstein großer Bedarf danach gibt, sich zu vernetzen, enger miteinander zusammenzuarbeiten. Das Ganze ist von vornherein skalierbar gedacht. In der langen Sicht haben wir auch andere musikalische Zielgruppen im Blick und erproben jetzt hier sozusagen nur eine Methode, wie man mit verschiedenen musikalischen Zielgruppen so einen Digitalisierungsprozess umsetzen kann. Es soll ein Netzwerk entstehen, als App, vielleicht als Webseite, dass eben ganz, ganz viele Einzelne, die vielleicht mit ihrem Musikinstrument mehr wollen, als das nur als Hobby zu nutzen, dann auch die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und vielleicht auch dann zu entdecken, wie sieht denn eine Berufskarriere als Musiker aus? Wir wählen hier einen partizipativen Ansatz. Also die Jugendlichen, die sind selber die ExpertInnen, die hier am Ende des Tages sozusagen dann ein Produkt bis zu einem bestimmten Punkt designen. Und dann kommen natürlich wieder Profis ins Spiel, die dann das Ganze in Software gießen werden. Man merkt, dass man ganz wenig steuern muss eigentlich, weil da super viel Ideen und Inhalte da sind. Es ist mega spannend, das mitzudesignen, selbst Ideen mit einzubringen. Und man möchte diesen Prozess gar nicht unterbrechen, weil so viele Ideen einen in den Kopf schießen. Ausprobieren, Feedback einsammeln und auf dem Weg der Entwicklung schon lernen und letztendlich herausfinden, ist unsere Idee gut genug. Zu merken, ja, das ist nicht einfach was Abstraktes, sondern das wird umgesetzt. Das ist einfach greifbar jetzt. Das, was hier sozusagen am Ende bei rumkommt, das kommt tatsächlich von den Jugendlichen selbst.